Es scheint, dass nicht nur Google und Tesla die Idee des Autopiloten aktiv vorantreiben. Diesen Montag hat das chinesische Unternehmen Baidu sein vollständig fahrerloses Robotaxi vorgestellt. Offene Straßen in zwei chinesischen Megastädten, in Chongqing und Wuhan, wird bald eine Flotte von 5 Robotaxis zu sehen sein, die kommerzielle Fahrten für die Öffentlichkeit anbietet. Jedes Robotaxi wurde im Rahmen der 5. Generation fahrerloser Fahrzeuge von Baidu strengen Tests und Sicherheitszulassungen unterzogen. Der Service wird vorerst auf den Tag beschränkt sein. Die selbstfahrenden Taxis werden von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr eingesetzt. Trotz der Einschränkungen ist es ein großer Schritt für Baidu, tatsächlich fahrerlose Taxis auf die Straße zu bringen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das chinesische Unternehmen, das seinen Service landesweit anbieten möchte. Es lässt sich kaum leugnen, dass dies eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem autonomen Taxidienst ist, den Baidu in Peking betrieben hat und der immer noch die Anwesenheit eines menschlichen Fahrers im Auto erforderte. Allerdings ist dies bei weitem nicht der einzige fahrerlose Taxidienst der Welt. Im Januar dieses Jahres hat das US-amerikanische Selbstfahrunternehmen Cruise bereits kommerzielle, vollständig fahrerlose Fahrten auf den Straßen von San Francisco angeboten. Cruise hat sich darauf vorbereitet, seinen Dienst nächstes Jahr auf Dubai auszuweiten. Aber noch vor ihnen hat das Unternehmen Waymo bereits seit 2020 vollständig autonome kommerzielle Fahrten im Großraum Phoenix durchgeführt. Werden jetzt, da sich der Wettbewerb aufheizt, noch mehr potenzielle Entwickler auftauchen? Wir persönlich freuen uns darauf.